danach ist ihr Beginn vergessen. Doch jeder trägt sie. Hosen. Sie umschließen Hüften und Po, Schenkel und Knie. Gegabeltes Beinkleid. Einteilig. Aber wer hat die Hose erfunden? Wann? Wo? Und warum? Ein Rätsel, dessen Lösung vielleicht am Fuße des Tian Shan-Gebirges zu finden ist. Was da entdeckt wurde bei diesen Freilegungen der Gräber, war unglaublich eindrucksvoll, weil so viel organisches Material wegen der Trockenheit noch erhalten war. Objekten sieht man das Wissen, das in ihnen steckt, nicht einfach so an. Bleibt nur, wie Kriminalisten, Spuren an ihnen zu lesen, Diagnosen zu stellen und Indizien auszuwerten. Analytiker untersuchen seine Strukturen und Funktionsweisen, zeichnen es und bauen eine Kopie in Originalgröße nach. Kleiderfunde in ihrer Dreidimensionalität, in ihrer Raumwirkung am bewegten Körper zu zeigen, weil erst dann die Konstruktion und auch die Tragweise von Kleidung klar wird. Genau das haben wir in unserem Projekt von Anfang an vorgehabt. Die Wissenschaftler stoßen damit in einen noch unerforschten Teil der Kleidungsgeschichte vor.